Österreich sucht auch diese Woche das Supersponsoring. Vier Sponsoren auf der Suche nach der besten und sponsernswertesten Veranstaltungsidee, die zu ihren Geschäftsmodellen passt. Werden Sie heute fündig? Extra aus dem Burgenland angereist, präsentiert Gerhard als erster Kandidat seine eigenwillige Idee einer transparenten Aufzugsparty den Supersponsoren. Bitte Gerhard, du hast eine Minute Zeit. Ab jetzt. Gerne. Meine Idee, die erste transparente Aufzugsparty für die Zinshausbranche. Das ist aber jetzt nicht dein Ernst, Gerhard, oder? Wenn du transparent sagst, denke ich an durchsichtig. Judith, durchsichtig. Nein, nicht durchsichtig, sondern durchlässig natürlich. Transparenz, das ist ja ein Riesenbranchenthema. Extrem lustig, Gerhard. Ich würde dich bitten, dieses Wort transparent zu vermeiden. Du weißt sicherlich, dass ich mir vor Jahren schon Exklusivrechte auf Transparenz und transparent schützen habe lassen. Sei so gut. Besonders rosig läuft es für Gerhard nicht. Er redet sich permanent in einen Strudel. Einmal sagt er so Sachen wie: Und sind damit quasi entblößt. Also doch, ich hab's gewusst. Und dann wieder: Ich wollte damit nur das Wort Transparenz vermeiden. Das ist gut so. Die Unique Point of Sales Idee finde ich persönlich nicht gut. Gerhard, glaubst du wirklich, dass Aufzüge der ideale Austragungsort für eine Party sind? Ich investiere definitiv nichts. Also ich finde das völliger Unsinn. Ich bin raus. Aber sowas gibt's noch nicht. Herr Rodler, offen gesprochen oder transparent gesagt, das ist eine Katastrophe. Na, also für mich wirklich nicht. Na, hoffentlich bleibt das jetzt nicht so. Ob das heute noch was wird? Ich würde doch so gerne was sponsern. Geht mir ganz genauso, Christian. Der geheimnisvolle Ferdinand mit der eigenwilligen Nase versucht mit seiner Online-Veranstaltung an einem geheimen Online-Ort die Sponsoren auf seine Seite zu ziehen. Ferdinands Pitch wirkt wie etwas, das schon einmal da war, plus minus ein paar verzichtbare Besonderheiten. Jetzt ehrlich, ein Voting für eine Online-Veranstaltung, um zu eruieren, wo die Veranstaltung stattfindet? Online? Ernsthaft? Und hier werden, und das ist der Clou, gebrauchte Sachen angeboten, Autos, Wohnungen, auch Handtaschen. Quasi, was die Menschen haben wollen. Ich nenne das Pick a Place. Ich weiß nicht, Herr Brodler, ob Sie sich vorbereitet haben ein bisschen und auch Namen recherchiert haben, was man tun sollte. Eines meiner Unternehmen heißt nämlich Pick My Place. Also das finde ich sehr unglücklich gewählt, wenn ich ehrlich sein darf, Herr Brodler. Nicht lange und den Sponsoren reicht's. Ja, man ist sozusagen online united. So, jetzt aber ganz vorsichtig, Herr Ferdinand Brodler. Also ich muss sagen, mir reicht's jetzt wirklich. Also ich habe mir jetzt wirklich lange zusammengerissen, aber sowas von dreist geklaut habe ich wirklich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Also ich sehe für mich nur ganz klar einen Interessenskonflikt und konkurrenzfähig ist diese Idee oder dieses Produkt auch nicht. Also ich bin raus. Aber nein, das ist eine Originalidee. Das ist nicht nur... Nein, nein, nochmals nein. Ich sehe hier überhaupt kein Potenzial. Ich wünsche Ihnen trotzdem viel Glück. Also Sie kommen mir schon sehr bekannt vor. Und diese Idee, die ist schon zigmal da gewesen. Und online, Standardwechsel, was soll das sein? Also ich halte nichts davon. Stimmt eigentlich. Bis auf die Augenbrauen. Aber hallo. Von wegen Ferdinand Brodler, das ist wieder dieser Gerhard Rodler. Aber ich hätte noch wirklich viele andere Ideen. Also bei aller Liebe für den Gerhard oder Ferdinand, aber das ist mir jetzt echt langsam schade um die Zeit. Ja, das stimmt. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Nein, das sind sie nicht, denn die Sponsoren wissen genau, was sie wollen und was sie suchen. Ich sehe im Supersponsoring einfach die Möglichkeit, unsere Marke Kone in dem Markt besser zu platzieren, potenzielle Kunden auf uns aufmerksam zu machen. Für Willhaben muss ein Supersponsoring eine absolute Win-Win-Situation sein, muss einen Mehrwert haben für die Branche und für die Kunden und natürlich einen Mehrwert für Willhaben. Wir als Immo United suchen das Supersponsoring. Erstens Image-Transfer, zweitens mediale Aufmerksamkeit und drittens das Leben besteht aus Geben und Nehmen und in diesem Fall wollen wir sehr gerne geben. Wir als 3C suchen immer nach neuen Ideen, wie wir zu guten Immobilien kommen und glauben hiermit einen Weg gefunden zu haben, wie wir das schaffen werden. So, wen haben wir als nächstes? Iris präsentiert den letzten Pitch des Tages. Eine vielversprechende Veranstaltung für eine ganz besondere Branche. Kann sie die Sponsoren überzeugen?
Wow, der ist ja riesig. Dankeschön. Was haben Sie uns denn da mitgebracht? Das Ding ist so riesig, das würde nie in einen Aufzug passen. Ja, diese Statue symbolisiert die Veranstaltung, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Na dann lassen Sie sich nicht aufhalten. The stage is yours. Iris erklärt den potenziellen Sponsoren akribisch genau und detailverliebt ihre Immobilien-Award-Idee. Sie sagt dann so Sachen wie: Es gibt noch eine dritte Phase. In dieser dritten Phase kommt eine große Fachjury zusammen. Und ergänzt das Ganze geschickt mit: Und in dieser Fachjury sitzt, wer noch? Die Sponsoren. Also, die Idee ist ja noch viel schlechter als die davor. So eine Frechheit, so einfach zu stören. Können Sie bitte woanders hingehen? Okay, ja, Entschuldigung, ich war ganz kurz irritiert. Also, das war natürlich noch nicht alles. Das Ganze endet in einer fulminanten Gala und den Preis, den nennen wir Cäsar. Sehr cooler Name für einen Preis. So heißt übrigens unser Hundefutter. Ich wollte es euch nur mal gesagt haben. War aber auch sehr erfolgreich, gell, das Hundefutter. Das ist ja schon wieder dieser Gerhard Rodler. Gerhard, bitte, bitte geh. Und zwar zack, zack, zack. Ich hätte genau dieselbe Idee auch gehabt. Ich sag's euch nur. Also ich finde die Idee weltklasse. Bin volle Wäsche dabei. Ich bin ganz deiner Meinung. Super Pitch. Mich haben sie überzeugt. Dem kann ich mich nur anschließen. Tolle Umsetzung, tolle Idee. Ich bin dabei. Auch für unsere Branche ein Gewinn. Wir möchten hier dabei sein. Ein eindeutiges Ja. So oder ähnlich könnten die ersten Verhandlungen gelaufen sein. Ganz genau weiß man es nicht. Vermutlich war es auch nicht im Rahmen einer Show. Wie auch immer, zum Glück gibt es Sponsoren wie diese, denn sie ermöglichten uns auch in diesem Jahr den Cäsar. Bravo! Bravo.